Okay. Wir sind Soki, ich bin Sophie. Und ich bin Kira. Und wir kreieren Mode im nachhaltigen Aspekt. Also wir verwenden alte Bettwäsche und upcyclen die und kombinieren das mit Bio-Baumwollstoffen. Jedes Soki-Teil ein Unikat. Je schriller die Bettwäsche und je unmoderner, desto besser, sagen die Mädels. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Bettwäsche hat, wo Kindheitserinnerungen drinstecken, zum Beispiel diese Monster, der Monsterstoff oder die Pferdebettwäsche, das würden wir heute natürlich uns nicht mehr aufs Bett ziehen. Wenn man nur ganz wenig von einem grellen Muster hat oder so, dann gibt es eine ganz andere Wirkung. Die Idee mit der Bettwäsche und dem eigenen Modelabel kam den Freundinnen eines Abends bei einem Glas Wein. Gelernt hatten die 24-Jährigen das Schneidern bereits am Theater. Doch jetzt soll was Eigenes her, und zwar ganz umweltbewusst. Upcyclen ist eigentlich in sich das Nachhaltigste, was es so gibt. Also weil man eben keine neuen Ressourcen anbaut und die verarbeitet, sondern man nimmt einfach den Stoff, der ja schon vorhanden ist, der auch nicht mehr benutzt wird, weil der vielleicht nicht mehr up-to-date ist. Da ist es eigentlich so gekommen, dass wir uns gedacht haben, okay, geben wir doch mal alten Sachen einen neuen Sinn, oder? Genau. Als Boxershorts, T-Shirts, Blusen, Herrenhemden und sogar Baby-Outfits. Die alte Bettwäsche ist durch zigfaches Waschen chemiefrei, sagen Sophie und Kira. Und bei den hinzugekauften Stoffen wird auf Bioqualität geachtet. In Kassel könnte das Duo tatsächlich eine Nische besetzen. Wir denken, dass Kassel auf jeden Fall ganz viel Potenzial hat, dass hier noch ein bisschen was passiert und dass hier noch ein bisschen mehr Leben reinkommt. Ja. Und deswegen, ja, das sind halt alles Gründe, warum wir hier anfangen und auch bleiben möchten. Ab Juli gibt's die Kollektion erstmal in 4 Kasseler Modeläden. Die Nordhessinnen können den Verkaufsstart kaum erwarten. Es wird bestimmt ziemlich aufregend für uns, wenn wir das erste Mal jemanden auf der Straße damit sehen, ja, den wir auch gar nicht kennen. Ja. Die Bettwäsche ist übrigens gespendet. Wer also die Mickey Maus vom Kopfkissen demnächst auf dem Hemd tragen will, her damit, sagen Sophie und Kira.